Grab, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ihr seht schon den Titel, wir werden heute German Döner Kebab in Paris testen. Wir sind in Frankreich, wir werden mal gucken, wie hier der Döner ist. Das ist interessant. Wir sind extra lang mit Auto hierher gefahren. Stimmt, wir sind extra gerade eine halbe Stunde hergefahren. Sie Kebab, German Kebab, Döner Kebab. Ich bin mal gespannt. Lass gerne ein Like da, lass ein Abo da. Und viel Spaß. Was ist deine First Experience, wenn du reingehst? Was hast du für ein Gefühl, wenn du drin bist? Wenn ich das so angucke, sieht nicht verkehrt aus. Vor. Sieht eigentlich sauber aus, ne? Hallo. Wie viel wollen wir? Ein Döner, Digga. Wie viel? Ein Döner, okay. Ist es German? German. I'm from Germany. From Germany? Yeah. Austria. Gut, yeah. Chicken, beef or mix? We take beef. Beef? What's better? Beef and this sauce. This German sauce, this classic. What's that? Cocktail, Rouge Pimenté. Is it spicy? Medium spicy. Yeah, this one, Rouge Pimenté. Harissa. Rot, weiß. With ketchup and mayo. Salad, onion, Salad, onion, tomato. All? Yes, everything. Yes, all. Wie viel? 12. 12? Für einen Döner und ein Getränk? Ich sehe schon Salat da hinten, aber man kann nicht so reingucken. Yeah. Kalotte hat gerade, ob wir da reinkönnen. Soßen sind in der Tube, gleich so fertig gemacht. Aber ich glaube, wir dürfen gleich rein gleich bilden. Sorry? Can we go? No. No? Oh, no. We wait downstairs? Yeah. Okay. Okay, thank you, brother. Sieht nicht schlecht aus. Das ist echt so. Besser als alle Döner in Deutschland. Hä, wie sauber. Hä, guck mal, mit Pflanzen und so. Vorbereitet gleich wie ein deutscher Dönerladen. Ehrlich? Guck mal, da hinten und so. Guck mal, hast du das an der Wand gesehen? Ja. Ich bin mal gespannt auf das Brot. Ich denke, die werden mein Brot reinkacken und bei der Soße. Aber es sieht nicht so fatal aus. Nein. Ich habe nur einen bestellt, weil die trauen sich nicht, einen zu essen. Also ich denke nicht, dass es schlimm wird. Das ist halt so ein stabiler Döner, ein schlechter Döner, aber ja, man kann ihn essen. Ich sag, das wird so ein NRW-Döner. Ja, aber kein Malle-Döner. Nein, Malle-Döner nicht. Ja, also geht doch. Thank you. Digga, was sehe ich hier? Mein Döner ist hier gekommen. Ist okay. Meine Soßen sind... Das hier, glaube ich. Aber ich glaube, das ist für die Pommes, oder? Ich glaube, die Soßen sind nicht im Döner. Doch. Ah, doch. Klar, doch. Okay, also wir haben Fleisch. Boah, warte mal, das Fleisch, sag mal. Ist nicht schlimm. Nein? Mhm. Sag mal, dann warte, sag mal, ob sich den Döner. So sieht der Döner aus. Das Brot sieht nicht mal knusprig aus, oder? Nee. Brot ist fatal. Richtig weich. Geschmackslos, nicht knusprig, wammelig. Boah, ich hasse das. Boah, das Brot muss knusprig sein. Pommes sehen eh schlimm aus. Meint ihr auch abbeißen? Probieren wir mal für Fleisch. Ist okay, ne? Ja. Also wir haben jetzt 12,50 € gezahlt. Pommes, Dönergetränk ist okay. Pommes wusste nicht mehr, dass sie dabei sind. Ja. Das Brot sieht sogar gut aus, aber es ist nicht gut getoastet. Maybe da oben mal die Türken entstehen. Die Türken, Digga. Mann, ist das kalt und so. Der beißt jetzt rein. Hast du Schafskäse dazu bestellt oder war das einfach so schon drin? Weil komplett ist dabei. Achso. Ich glaube, der Käse ist safe ein bisschen. Käse ist gut. Wenn ehrlich, das Einzige, was stört, ist ein bisschen das Brot, weil es zu weich ist. Der Rest? Und es ist stabil. Ich habe zwar nicht mal Soßen gegessen, also die waren keine Soßen, die ich abgewissen habe, weil war nicht trocken. Wir hatten davor die Befürchtung, es wird so ein Ding, so ein klassischer NRW-Döner, wenn du Bochum-Döner angehst. Junge! Wer heißt bei euch so ein Döner? So Istanbul-Kebab. Top-Kapi. Ja, so zum Beispiel, wenn man da Döner holt. Und in Dortmund ist das der X-Kebab. Ja, sowas. Ich kenn dich auch. Dann kriegst du auch so einen Döner. So. Nein, die sind besser, glaube ich, als hier. Wie sind die Pommes? Kann ich das probieren auf Pommes? Tiefkühlpommes, aber normal. Das ist nicht schlimm. Und warm. Ja? Ja, normal. Also, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Man kann den essen. Ist jetzt nicht so geil wie ein normaler Döner in Berlin oder so. Ich würde mir auf keinen Fall hier einen holen. Nein. Aber er schmeckt nicht schlecht. So. Ich kann verstehen, dass die Leute drin sind und ein Döner ist schon. Kann ich verstehen. Ja, wir sind nicht die Einzigen hier. Ja, wir essen jetzt weiter und dann gucken wir mal. So, probier mal die weiße Soße. Der hatte recht, der hat mir vorher gesagt, die weiße Soße ist es nicht. Was ist das? Ein bisschen fischig irgendwie. Das ist so sauer Cream Style, also Knoblauchmeier. Und für Rote? Dieser Fischding. Ja, die andere Soße ist auch nicht. Fisch? Ja. So Kevin at the Döner, at the Döner. Der ist aus Bochum. Kann sein, dass er ihn gut findet.
Digga. Das Brot ist so labbrig, ne? Ja. Das ist wie so ein Lappen, Digga. Das bockt mich. Ich finde, Brot ist mit eines der wichtigsten Sachen am Döner. Das stimmt. Fleisch, habe ich jetzt gedacht, ist schlechter. Geht eigentlich mit. Okay, ne? Aber wer kommt nach Paris und isst einen Döner, Digga? So. Aber hier gibt's doch viele. Ja. Obwohl, hier gibt's keine Türken. Aber hier gibt's so viele Nafris. Also, ich hab's mir eine Schlimmer vorgestellt. Ich glaube, hier ist guter Shawarma und so. Ja, das sind bestimmt viele Araber. Also, ich hab's mir Schlimmer vorgestellt, aber ist okay. Probier du mal die Soße. Vernimm diese weiße Soße. Probier mal die weiße. Das ist das die Soße, die auf meinem Döner drauf ist, oder? Ja. Wo ist die Soße? Ah, ganz unten. Und das ist Blanche. Da stand German Sauce. Ja, das hat für mich Fisch-Vibes. Ich hab noch nie Blanche, also weiß heißt Blanche. Hat das, ist das nicht sowas wie Ranch? Siehst du? Siehst du? Das ist wie diese bei Nordsee, so diese. Ja! Das da. Weißt du, was ich meine? In Nordsee, diese Fischbaguette und so. Remoulade? Ja, so. Ranch, Sour Cream. Ja, sowas. Alter. Ich glaube, das soll Kräuter sein. Nee, diese Kräutersoße. Die andere Soße ist es auch nicht. Das ist Rouge, die rote. Medium spicy. Allein, dass man solche Gesichtsausdrücke beim Essen macht. Das ist schlechte Soße. Also die Soßen sind echt Quatsch. Soll scharf sein. Also, schmeckt, wenn ich mir mit 5 selber angemischt habe, so Ketchup und Mayo, ja. Dann mache ich da so Chili rein. Wie gesagt, es hapert an den Soßen und am Brot. Und sonst das sind mit eins der wichtigsten Sachen so am Döner, ne? Ja. Ich habe NRW-Döner-Erfahrung aus meiner alten Bockenzeit. Und Wien-Döner. Ja. Wien-Döner, ja. Okay, stabil, so okay. Normal. Ja, Bruder, ich bin vielleicht Top 3 schlechteste Essensexperte, auf Ernst, aber stabil. Das ist Brot. Bruder, ist normaler Döner, normaler Döner. Keine Bewertung, Digga. Danke, Eros. Kein Ding, Bruder, kein Ding. Leute, lasst ein Like da und abonniert. Meine Bewertung besteht aus 3 Komponenten. Aufmachung, Service und Geschmack. Service, die Leute waren nett, sie konnten aber kein Deutsch. Ja, versuch mal ein bisschen mit dem Deutsch zu reden. Das war ganz lustig. Ich hab schon groß voran Tapern mit am Brot, an der Soße. Brot von mir bekommt eine 3 von 10, die Soßen bekommen eine 2 von 10, weil das ist das Wichtigste. Die Soßen sind das Wichtigste, danach kommt Brot, dann kommt Fleisch. Fleisch und Soße auf einem. All over ist er aber nicht komplett Arsch, sondern wie so ein klassischer Döner, wenn man nicht in Berlin ist. Das stimmt aber. Es gibt so ein paar Ausnahmen, so in Köln und so gibt es ein paar gute Dönerläden. Aber ich möchte einfach, wenn du im Ausland, wenn du nicht in Berlin bist, Döner isst. Deswegen, ich gebe dem Ganzen eine 5 von 10. Man kann ihn essen, ist aber jetzt nichts Weltbewegendes. Okay, ist nicht schlecht. Dorn? Ja, eine 6 von 10. 6 von 10? Ja. Ja, Brot war fatal. Das war so ein Döner, der an sich war der ganz grundsolide, sage ich jetzt mal. Ich gebe dem auch eine 5 von 10, aber den kann man safe, wenn man das Brot besser toastet, wenn man irgendwie die Soßen austauscht. Oder? Die beiden Männer sind da drauf sind schlecht. Wenn wir die Jungs auswechseln, Brot knuspriger, dann kannst du safe eine 6 von 10, 7 von 10 rausholen. Safe. 7,5 oder ja, was safe, kannst du rausholen? Safe. 5 von 10, aber mit Potenzial, weil das Fleisch war echt nicht schlecht. Auf einen wirklich ganz normalen Standard-NRW-Döner. So, und dann alle, die aus NRW kommen, ich komme auch aus NRW, ich weiß, wir sind stolz, ja. Aber die Berliner, hinter der Kamera Berliner, die Sydneys und die ganzen Elis, die ganzen Döner da, die sind uns meilenweit voraus, das müssen wir denen. Boah. Das müssen wir neidlos anerkennen, das müssen wir neidlos anerkennen. Genau, Kalle. Und das war's mit dem Video. Ich denke mal, war interessant, um mal zu wissen, wie so ein Döner in Frankreich schmeckt. Weil es nicht weltbewegend ist, habe ich mir auch schon gedacht, dass es okay sein wird. Guckt euch gerne den Vlog von gestern an, wie das Video ist, das NBA-Game. Deswegen, wenn wir überhaupt in Paris sind, checkt gerne das Video von Eros ab, dann haben wir einen richtig geilen Burger testen. Ein Burger. Lasst ihr gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich lernst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus, ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was bist du drehen? Mit dem Regen kann ich nicht einbauen. Oh mein Gott. Was ist das? Yeah.